Hier sind wir jetzt an der DC-100 angekommen und ich werde da hinten, ich darüber gegangen bin, gleich mein Video beginnen. Aber erstmal möchte ich darüber und mit Strandhintergrund das Video anfangen. Wie ihr seht, sind am Abend schon die ganzen Sprengdinge angestellt worden. Das muss, sonst vertrocknet das alles. Hier sind die ganzen Hotelgeschichten. Und die Anlagen mit den Eigentumswohnungen hier zu sehen. In erster Reihe zum Strand. Diese ganzen Wohnungen haben ungefähr vorletztes Jahr so um die 80.000, 90.000 Euro gekostet. Oben, ganz oben, Penthouse, meistens zweigeschossig, nicht dieses Haus, schon ein bisschen moderner und neuer, hat so um die 150.000 gekostet. Diese Preise haben sich im Moment mal glatt verdoppelt. Ja, das ist einfach nur Wahnsinn. Gut, ja, schon wieder hier hin. Die Menschen laufen vorbei. Und das, obwohl hier die D400 lang geht, sprich eine vierspurige Schnellstraße, die sehr laut ist, wie man hört. Aufpassen, die Straßen haben verschiedene Öffnungszeiten, hätte ich fast gesagt. Wenn die Ampel grün ist, ist die andere rot und umgekehrt. Also nicht glauben, dass ihr bei beiden gleichzeitig rüber könnt. Eine Straßenseite ist meistens grün, die andere rot. So, jetzt gehen wir in Richtung Kargetag und ich beginne mein Video. Guckt mal. Da wird aber ordentlich gebaut jetzt. Meine Güte. Da haben die schon ordentlich abgerissen. Hier stand bestimmt auch mal so ein Ding. Ja, wenn das ein paar Jahre alt ist, reißen sie die Dinger wieder ab und bauen neu, ne? Ich wette, dieses Haus war auch nicht so alt, was hier stand. Da kaufen die alles auf und bauen neu. Wahnsinn. Die müssen ja eins, zwei, mindestens drei Apartmenthäuser abgerissen haben. Boah. Tja, und abgesichert ist auch was anderes, ne? Oh mein Gott. Tja, so ist das. Wahnsinn. Wahnsinn. Bürgersteig auch voll. Hier steht noch ein altes Bad. Ein Kellerbad oder so. Ha. Na denn? Oh, guckt euch mal an, bis da hinten hin, alles abgerissen. Fernseher, ein einsamer Fernseher übrig geblieben. Oh mein Gott. Ich wette, das droht allen Häusern hier jetzt, die hier noch so alt rumstehen. Das wird alles irgendwann abgerissen, glaube ich. Und neu gebaut. Huch. Wahnsinn. Tja, hab ich ja gesagt, ne? Die reißen die Häuser ab. 10 Jahre, 20 Jahre alte Apartmenthäuser. Kaufen die auf. Und das, obwohl das in der ersten Reihe stand, ne? Die haben bestimmt nicht günstig verkauft, die Eigentümer, die da drin gewohnt haben. Tja. Man weiß es nicht. Ich vermute. Ein Apartmentblock. Wahnsinn.
Tja. Wenn ihr Lust habt, nehme ich euch jetzt noch mal mit durch diese Geschäftsstraße Richtung Richtung unserem Haus. Das müsste die Barbarastraße sein. Das ist die Barbarastraße. Und dann nehme ich euch mal eben mit. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das dann ja heute Abend angucken. Bin wieder angekommen. Mein Akku ist aber in den letzten Zügen. Die Wärme verbraucht natürlich noch mal mehr Akku. Jetzt noch mal kurz zu BIM. Da hinten brennt er schon wieder. Da, Moment. Da. So, wir haben immer noch kein Wasser, ne? Ob ihr das glaubt oder nicht. Das ist jetzt schon seit Stunden abgestellt. Also, das ist doch nicht wahr, ne? Ohne Wasser ist das echt kacke. Naja, ah, ich habe jetzt Hunger. Ich kann auch nicht mehr richtig kochen. Ich wollte irgendwas kochen, aber alles, was du machst und ohne Wasser, das ist schon echt schittig. Die Jungs sind jetzt noch mal runter, die haben da zu tun. Und ich habe gedacht, ich mache mir mal so einen Toast vielleicht. Dann kochen wir heute halt mal nicht. Ich habe hier noch so altes Brot liegen. Ich glaube, das ist auch schon eine Woche alt. Gucke ich gerade mal, ob das schimmelig ist. Ich glaube nicht. Deswegen mache ich mir das jetzt mal einfach. Dachte ich mir so. Und ja, nimm mal Sucuk irgendwie dazu und dann mache ich mir den Ofen an. So, die Jungs sind jetzt wie gesagt nochmal runter und ich wollte eigentlich zu Beam, aber die Jungs sind, während sie runtergefahren sind, haben sie mich mitgenommen und dann bin ich nicht hin. Auch ihre Probleme. So, ich werde jetzt die Sucuk in diesen Ofen reinmachen da, weil die türkische Sucuk ist roh meistens. Ich weiß jetzt nicht, ob die auch roh ist, aber rohes Fleisch will ich nicht essen, deswegen gebe ich die mir in den Ofen hier rein und dann wird die schon gar brutzeln und dann mache ich sie mir gleich auf mein Brot. So. Habe ich mir das vorgestellt und mache mir dann auch Käse dazu, so ein Käsebrot mit dem Käse, den ich nicht mag. Meine Hände fühlen sich auch so eklig an, ne? Ich konnte die auch nicht waschen, seit ich von unten gekommen bin. Ich habe da Colonia drauf gemacht, aber ist trotzdem so klebrig, eklig irgendwie. So. Wenn man den Käse nämlich warm macht, dann schmeckt er ganz gut, dann ist er nicht so eklig. Deswegen mache ich mir den jetzt so in den Toaster und hoffe, dass ich davon satt werden. So. Das kommt alles im Kühlschrank. Die Kinder müssen das dann auch essen, was soll ich machen? Ohne Wasser ist, guck mal, ich kann mir die Hände waschen jetzt, ne? Das ist echt kacke. Komm, Wasser, komm. Ne. Will nicht. Ich habe gesehen, am Strand ist überall Wasser, ne? Überall ist Wasser, nur hier nicht. Gut. Naja. Jetzt warte ich mal, bis das Ganze gar wird. Und ich lade in der Zwischenzeit Videos hoch, aber das Internet ist auch so langsam gerade. Dauert ewig, als hätte sich alles gegen mich verschworen. Aber dafür ist der Ausblick schön. Guckt mal. Ich muss nicht wässern heute, weil ich habe kein Wasser mehr. Ja, eine tolle Ausrede. Guckt mal. Ist das nicht schön?
Von oben sieht das noch schöner aus. Komm, wir gehen mal nach oben. Ich zeige euch mal, wie das von oben jetzt noch mal aussieht. Weil ich darf mein Brot nicht vergessen vor lauter Euphorie. Sonst ist schlecht. Den nehme ich auch mal mit. Der da. Da ist immer noch die Luft von meinem Enkel drin. Letztes Jahr. Guckt mal, wenn das nicht ein Ausblick ist, ne? Herrlich. Die Bananen sind so hoch geworden, dass man jetzt gar nicht mehr so richtig gucken kann. Mann. Wenn die noch höher werden, dann kann ich gar nicht mehr gucken. Tja. Da sind die Bananenmänner. Die sitzen da auch immer und unterhalten sich. Herrlich, herrlich. Richtig schön. Putzelt das da ordentlich vor sich hin. Und abwischen kann ich das vielleicht auch nicht, ne? Weil ich. Ist doch ein Kacke. Mann. Na, ohne Wasser ist doof. Ich muss unbedingt Töpfe voll machen immer. Ich bin immer im Vertrauen, aber bisher war das ja immer nur nachts, ne? Da war das nicht so schlimm, aber wenn das tagsüber ist, dann brauchst du tatsächlich Wasser. Wie viel Fett da drin ist. Das sollen sich die Jungs auch machen. So, muss ich mal abkühlen. So viel Fett hat das verursacht. Die Fettschale habe ich auch irgendwo verbummelt, keine Ahnung. Ich glaube, die habe ich da in den Schrank gepackt. Naja, das werde ich mir jetzt auf dem Balkon schmecken lassen, aber das Licht machen wir mal aus. So, sonst kommen die ganzen Tiere hier rein. Dann gehen wir mal im Dunkeln hier hin. Stellen das mal hier auf den Tisch. Ist da was drin? Ist alle. Und die Tür machen wir zu. Und dann lasse ich es mir schmecken. Es kommt da so ein bisschen Wasser raus. Die Toilette läuft auch wieder voll. Aber so geht es jetzt noch nicht, ne? Naja, ich habe mir erstmal die Hände gewaschen. Also so klebrig. Also ich sag's euch. Die arme Toilette weiß auch nicht, was sie machen soll. Jungs sind noch nicht wieder da. Mal gucken, was die Küche macht. Kann ich ein bisschen abwaschen wenigstens. Ist ja auch alles eklig hier jetzt. Ja, dann werde ich ein bisschen abwaschen. Wollt ihr dabei bleiben? Könnt mich ja beobachten beim Abwaschen, wenn ihr Lust habt. Aber da kommt nur so ein Pisselkram raus, wirklich. Das nicht hier. Ich weiß nicht, ob der Druck reicht dafür. Ich verstehe das nicht. Am Strand war Wasser und alle anderen sagen auch, sie haben Wasser, die hier wohnen, nur hier nicht. Echt scheiße. Ja, warmes Wasser kommt aber auch. Ich muss schnell abwaschen hier. Liegt
nicht schon wieder weg hier, bitte. Was war das? Geht an und aus. Fassen, ja. Geht an und aus, so wie normal. Guck mal. Versteht, wer will. Das habe ich jetzt auch noch nicht erlebt, so ein Scheiß hier. Gehen alle spazieren jetzt, die gehen alle noch runter nach Alanya oder nach Mahmoud Lai, sind alle noch schon schick gemacht, obwohl das schon echt spät ist, ne? Ist ja nicht ein Spaziergang wahrscheinlich noch mal unten. Ich glaube, das ist sogar schon 21:45 oder so, ich weiß nicht. Den Hund habe ich aber nicht mehr gesehen, der hier immer so gebellt und gejault hat. Ich höre aber ab und zu Hunde gebellt und gejault, kann aber nicht. Ja, ihr seht mich mit nassen Haaren. Ich hatte ja vorhin noch nicht richtig geduscht. Ich hatte ja nur noch die Reste heute Mittag vom, von der Rohrgeschichte noch ausgenutzt und geduscht. Jetzt habe ich das nachgeholt. War vorher natürlich noch im Pool, habe meine Abendrunden geschwommen. Ich bin gerade raus, es ist wie spät? Oh ja, 22.39 Uhr inzwischen schon. Jetzt habe ich, wie gesagt, geduscht und werde schlafen gehen. Die Jungs sind auch zu Hause. Der Kleine hat sich ein Sandwich gemacht mit Sucuk und so und Käse, so ähnlich wie ich das auch gemacht habe. Und ich habe jetzt endlich duschen können. Das Wasser ist, weiß ich nicht, vor einer halben Stunde oder so eingegluckert in die Rohre. Also wirklich ganz spät, deswegen konnte ich auch kein Essen machen. Das heißt, ich hätte natürlich schon Essen kochen können, aber ehrlich, Essen kochen ohne fließend Wasser ist schon doof, weil du musst ja immer zum Händewaschen und allem Möglichen musst du ja immer Wasser haben und das war mir zu mühselig. Da habe ich gedacht, die Jungs können heute auch mal wieder Brot essen, kein Problem. Ich hatte ja auch Brot gegessen und insofern shit drauf. Ja, und dann habe ich hier meine Videos geguckt, ich weiß nicht, war es 21:45 Uhr. Gluck, 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 gluck macht das dann schon in dem Badezimmer, aber das Wasser, ach ja, hatte ich noch erzählt, ne? Ich habe ja noch meine Sandwiches gemacht, genau, hatte ich euch ja erzählt, ja, Kopf ist weg. Und dann gluckerte das Wasser ja ein, und aber nicht so richtig, ne, also das fließt nicht so durch, sondern das stoppt immer wieder, also ich fürchte ja, dass das gleich wieder weg ist. Ich habe meine Runden geschwommen, meine Abendrunden. Da ich ja eh noch verklort war, ich hatte ja nur die letzten Reste aus dem Wasserhahn noch benutzt, hatte ich euch ja vorhin auch schon erzählt, so da kam es so ein bisschen pissig raus und da habe ich dann auch ganz schnell ohne Seife und alles, ein bisschen Seife habe ich sogar auch noch drauf gemacht und mich so ein bisschen abgespült und dann war auch Schluss, ne? Normalerweise ist ja sofort Schluss, da ist ja gar nichts mehr in den Ruhen, warum auch immer. Also heute ist alles ein bisschen eigenartig. Ich habe auch geguckt im Internet, ich habe nichts gefunden. Ihr habt mir geschrieben, dass ihr was habt. Alle, die hier wohnen und die mir schreiben, haben gesagt, nee, wir haben Wasser. Ja, bei uns nicht. Jetzt schrieb eine, dass ich vielleicht mit der Baustelle zusammenhängen könnte. Das kann sein, ja, dass vielleicht durch die Baustelle bedingt irgendwie das Wasser abgedreht wird, weil Rohre angeschlossen werden müssen. Also ich habe keine Ahnung.
Das ist aber schon nervig. Also wenn das nachts ist, ne, dann stört mich das ja nicht, weil dann schläft man. Und dann weiß ich, so um 10:30 wird das Wasser abgedreht und kommt aber morgens um 9:10 wieder. Alles gut. Aber tagsüber, das ist schon richtig scheiße, ja. Naja, ich habe jetzt auch keine Wasserbottiche voll gemacht. Hätte ich mal auch machen sollen, ne? Ich kenne das noch aus meinem Leben aus der Türkei. Da hatten wir auch immer überall diese riesen Bottiche und diese riesen Güm, so heißt das ja, diese riesen Schalen, diese riesen Kannen aus Metall. Ne? Wir haben immer voll Wasser gehabt, damit wir, wenn das Wasser weggeht, uns auch waschen können. Ja, das werde ich mir hier wieder angewöhnen müssen, weil das Wasser ist ja wirklich in der letzten Woche jeden Tag weg. Ne? Ich habe das jetzt meinem Mann auch erzählt. Und hatte ich ja vorgestern auch schon, aber heute hat er ein paar Dinge zu besprechen mit unseren Bekannten hier. Und dann will er mal nachfragen. Die sollen mal sich erkundigen und beschweren, wieso das Wasser hier immer weg ist. Ne? Ich weiß auch gar nicht, wo ich da anrufen soll. Ich habe zwar im Internet eine Seite gefunden, wo man das immer gucken kann, aber ob die jetzt tatsächlich auch dafür zuständig sind, keinen blassen Schimmer, müsste ich mich auch erstmal durchwühlen. Habe ich keinen Bock zu, ja. Ja, naja. Mal gucken. Und ansonsten, ja, gibt es nichts Neues. Ich werde jetzt schlafen. Meine Videos gehen richtig langsam, ne, hoch. Ich habe heute Morgen Telekom gelobt, ne? Aber jetzt ist wirklich wieder Shit, keine Ahnung. Also wirklich richtig langsam. Ich kann aber trotzdem noch ab und zu ein paar Videos öffnen und mir selber angucken. Aber es ist wirklich schon wieder richtig doof. Naja, mal gucken. Und würde sagen, wir verabschieden uns jetzt. Schlaft schön und bis morgen.